Und was haltet ihr von Blue Jeans? Ach, Blue Jeans, naja, ich meine, wem steht, finde ich es furchtbar großartig. Aber es ist eben sehr praktisch, man braucht nicht bügeln oder waschen. Und sehr und du findest sie aber nicht schön? Nein, ich bin entschieden dagegen. Also Mädchen sind doch keine Jungs. Und es sieht wirklich so ordinär aus, manchmal die engen Hosen. Und die dann immer so zerknittert sind. Also die Form so betonen, das sieht wirklich ordinär aus. Aber auch die modischen Kleinigkeiten machen es doch oft aus, dass ein junges Mädchen schick und elegant gekleidet ist. Findest du das nicht auch? Ja, überhaupt so lange Ketten und so oder so Metallgürtel, das sieht toll aus. Und dann die schicken Schuhe dazu, ganz spitz vorne und ganz lange dünne Absätze. Wie findet ihr zum Beispiel die Petticoats? Ach, ich finde sie ganz nett, aber sie sind nicht überall angebracht. Zum Beispiel in der Schule finde ich sie nicht angebracht. Und wenn so ein dicker Mops 3 Petticoats anhat, das sieht auch dann nicht schön aus. Wie viel hast denn du heute wieder an? Blass. Ich finde es hübsch, wenn es ein bisschen raussteht. Ich finde das, wenn es so ganz eng und beinahmisch. Ja, das finde ich auch. Und wie, was haltet ihr vom Sack? Ich finde den Sack praktisch, vor allem für die Schule. Wenn man nicht so viel Unterrücken anhat, dann ist in der Bank viel praktischer. Und ist ja auch viel besser, als wenn man mit der Uniform in der Schule rumläuft. Das ist doch scheußlich. Aber ich kann das nicht verstehen, wie man in so einem formlosen Gebilde wie ein Sack rumlaufen kann. Also ihr seid alle für modische Kleidung, mit einigen Ausnahmen, wenn es nicht übertrieben wird. Ja? Ja. Gut. Unsere Mädchen sollen hübsch ihrer persönlichen Note entsprechend gekleidet sein. Oft genügen ja Kleinigkeiten, um zu etwas Hübschem noch etwas Besonderes hinzuzufügen. Die Eltern, die in diesem Alter ihre Kinder nicht vernünftig erziehen, müssen es später selbst büßen. Die Kinder selbst nehmen sich ja das Schönste weg, wenn sie mit 14 Jahren bereits Damen von 20 darstellen wollen und in Wirklichkeit doch Kinder geblieben sind. Dass wir Mädchen sehen mit Petticoats oder mit Blue Jeans. Man wird grundsätzlich nichts dagegen sagen, aber da und dort ist zu bedauern, dass der gute Geschmack nicht genügend gewahrt wird. Etwa, dass zu viele Petticoats getragen werden und damit durch eben das, wofür die Schule da ist, die Arbeit dann nicht ganz im Vordergrund der Köpfe dieser Mädchen steht. Oder auch vom ästhetischen Standpunkt aus, dass die Blue Jeans zu eng sind und man sich gerne einmischen möchte, um zu sagen, um deiner selbst willen solltest du das nicht tragen. Aber dem steht nun eben das Elternrecht entgegen, denn im Grunde haben die Eltern die Entscheidung über die Kleidung ihrer Kinder.